Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Mann, der Katzen hasste, bis er einer unfreiwillig über den Weg lief. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Man trifft immer mal wieder auf Menschen, die behaupten, Katzen zu hassen. Vermutlich liegt es daran, dass sie noch nie wirklich mit ihnen zu tun hatten und noch nie eine liebevolle Katze getroffen haben. So ging es auch diesem Mann bei der Begegnung mit Katze Shiro. Es geht um einen ehemaligen Feuerwehrmann, der an posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Er hasste Katzen. Das liegt wohl zum einen daran, dass er als Kind von einer attackiert worden war und zum anderen, weil er extrem allergisch auf sie reagiert, wie er selbst sagte. Die posttraumatischen Belastungsstörungen wurden diagnostiziert, nachdem er 3 Jahre als Feuerwehrmann im Dienst war. In dieser Zeit war es ihm nicht möglich, eine Nacht ohne Albträume zu verbringen. Er konnte auch nicht die Straße entlangfahren, ohne schlimme Dinge am Straßenrand zu sehen, die eigentlich nicht echt waren. Um mit seinen mentalen Unruhen zu leben, trank er. Das war auch der Grund, wieso keine seiner Beziehungen lange hielt. Am Wochenende von Halloween tat er das, was er am besten konnte. Er traf sich mit Freunden, trank und philosophierte über Gott und die Welt. Am nächsten Tag wachte der Mann etwas verkatert auf und sah die Nachricht eines Freundes auf seinem Handy, der wissen wollte, wann und wo er denn die Katze abholen wolle. Er war sichtlich verwirrt. Was für eine Katze denn? Trotzdem traf er sich mit seinem Kumpel, um klarzustellen, dass er Katzen überhaupt nicht leiden kann. Doch es sollte alles etwas anders kommen. Am Treffpunkt angekommen, drückte sein Kollege ihm die 8 Wochen alte Katze Shiro in die Hand, sagte, dass er es eilig habe und verschwand. Jetzt erinnerte sich der verkaterte Mann wieder. Gestern hatten sie über die Adoption einer verwahrlosten Katze gesprochen, die unbedingt Hilfe und Zuwendung benötigt. Doch er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, zugesagt zu haben, die Katze aufzunehmen. Nun stand er da, wie bestellt und nicht abgeholt. Mit einer Tierart, die er eigentlich gar nicht leiden konnte. Doch das kleine Kätzchen lächelte ihn so niedlich an, dass er sich dazu entschloss, sie bei sich aufzunehmen. Zumindest erstmal probeweise. Er brachte das Tier zu einem Tiershop und nahm alles mit, was ihm die Verkäufer in die Hand drückten, um das kleine Tier großzuziehen. Dann brachte er Shiro in seine Wohnung und richtete dem Kätzchen dort seinen eigenen kleinen Raum ein. Anschließend setzte er Shiro an die eine Seite der Couch und ließ sich selbst auf der anderen Seite nieder. Die beiden starrten sich lange an, bis der Mann irgendwann einschlief. Als er aufwachte, hatte sich das Kätzchen auf seine Schultern gesetzt. Der Mann wunderte sich, dass er keine allergische Reaktion bekam. Also ließ er Shiro dort sitzen. Und seitdem war klar, dass er Shiro für immer behalten würde. Er brachte dem Kätzchen im Laufe der Zeit einige einfache Kommandos bei und erlebte Shiro täglich dabei, wie er die Welt entdeckte. Schon bald war Shiro gar nicht mehr wegzudenken. Der Mann konnte es selbst gar nicht glauben. Er verstand nicht, wie er plötzlich eine Katze lieben konnte. Doch er wusste, dass Shiro ihm gut tat und dachte im Traum nicht daran, sie jemals wieder wegzugeben. Hast du schon mal was Ähnliches erlebt? Kennst du jemanden, der keine Katzen mochte, bis er eine kennengelernt hat? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.